Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und ich habe heute ein kleines neues Projekt. Und zwar habe ich mich bei einer Happy Mail Aktion mit angemeldet und mache einen Loaded Envelope im Steampunk Style. Ja, jetzt habe ich nicht ganz so viel Steampunk Material, obwohl ich die Kunstform sehr gerne mag. Muss mir ein bisschen was ausdenken. So ist das. Als Grundenvelope werde ich dieses Herzchen hier nehmen. Und zwar habe ich mir ein neues 30 cm oder 32,5 cm Geodreieck gegönnt, weil ich mein anderes beim Renovieren versaut habe. Übrigens, die Farbe auf meinen Händen ist Wandfarbe. Nein, Bodenfarbe, um genau zu sein. Dieses Teil wird mein Grundumschlag. Da habe ich mir zwei Sachen gedacht. Also erstmal so mit dem Äußeren ist jetzt nicht ganz so schick. Ich werde das mit alten Buchseiten in altdeutscher Schrift bekleben. Das als erstes. Dann möchte ich gerne in den Deckel hier, jetzt sollte ich ja noch so einen kleinen, ich glaube, ich mache hier noch so eine Rundung rein. In den Deckel werde ich diesen Umschlag kleben, also dass hier auch noch mal ein kleines Teilchen drin wohnt. Das ist ein Teil, ne? Den habe ich mir schon vorbereitet, wie man hier sieht. Dann werde ich auf die Rückseite, die eigentlich die Vorderseite ist, verschiedene Sachen machen. Und zwar einmal werde ich mir hier so ein Register hinsetzen. Ich sage jetzt gleich, warum Register. Und darüber ein zweites. Das werde ich wahrscheinlich noch ein bisschen kürzen, weil ich finde, das sollte hier so ein bisschen vorstehen. Und da drauf kommt Umschlag Nummer 3. Und jetzt möchte Bonnie gerne mitspielen. Dann lassen wir doch die Bonnie mal rein. Hauptsache, sie kommt nicht auf den Tisch. Da ist kein Platz für eine Katze. Nein, Frau Marz. Los, was geben? Ja, wer klopft, muss auch reinkommen. Klopft an und läuft weg. Haben wir gerne. Genau, also hier ist Teil 3 meines Loaded Envelopes. Ich habe deswegen Register gesagt, weil ich mir hier mit dem Tab-Stanzer zwei Registerteilchen hier mit hinsetzen werde. Hallo Bonnie. Du bist nass. Du bist hier gerade ein bisschen im Weg, schätze ich. Nimm mal deinen Karton. Ja, das ist dein Karton. Der ist für dich. Also man muss immer einen Karton für eine Katze da haben. So, jetzt habe ich hier Katzenpfoten auf dem Tisch. Das ist ja auch toll. Die Dame war nämlich gerade draußen und draußen ist es gerade nass. Okay. So viel erstmal zum Aufbau. Dann wisst ihr denn, ja, die Grundlage dessen, was ich hier so drauf und dran machen möchte. Das werde ich allerdings gleich ohne die Kamera machen. Ich zeige euch einmal, wie ich das Papier vorbereite, um das hier drauf zu bringen. Und zwar werde ich einfach, das ist ein richtig altes, morsches Papier. Ich muss mal eben gucken, ob ihr noch. Nee, ich mache ein bisschen hochrutschen. Dann könnt ihr mich viel besser sehen. So, na ja, bestens. So ein richtig schönes, altes, morsches Papier. Und dann kann man fetzen. Ich habe mir so ein Lineal selber gemacht. So, und wenn man ganz mutig ist, fetzt man auch gleich mehrere Seiten auf einmal. Ja, und das mache ich jetzt so 100 Mal. So lange könnt ihr mir zuschauen. Nein, Spaß beiseite, müsst ihr natürlich nicht machen. Ich werde das so gleich, ich sag mal, off-camera, sagt man immer so schön, vor mich hinfetzen. Ich habe sogar schon zwei erwischt. Und dann bin ich wieder bei euch. Was ich auf jeden Fall auch mit diesen gefetzten Seiten machen werde, ich werde sie einmal distressen, aber wirklich en bloc. So, damit komme ich gleich wieder. Mit den gefetzten Seiten, bevor ich es distresse, weil da zeige ich euch nämlich, wie ich das, sag mal, das Massendistressen mache. Und ganz easy peasy. Und Bonnie, du bist eine Nase. Okay, machen wir das so. Ich kuschel jetzt Bonnie, fetze mein Papier und dann bin ich wieder bei euch. So, da bin ich wieder mit meinem kleinen Stapel Papier. Was ich jetzt damit mache, ich werde es distressen. Und zwar, wie ich jetzt eben schon gesagt habe, ich zeige euch das mal, wie ich das mache. Zwar schlage ich alles nach unten. So bin ich im Bildausschnitt. Ja, schlage ich das nach unten. Ich habe jetzt der Vintage Photo am Start.
Und gleich den Dabber hier ein. Dipsen. Und dann wird ein bisschen gerubbelt. So, das reicht eigentlich immer, um die Ränder fein zu kriegen. Das mit der gegenüberliegenden Seite auch. Wichtig ist es echt, das ganze Papier runterzuschlagen. Dadurch, dass man das in Schichten reißt, ihr seht schon, hier steht es unterschiedlichst ab. Dementsprechend einfach mal ein bisschen runterschlagen und rubbeln. Klingt irgendwie ein bisschen schräg. Die dritte Seite ebenfalls. So, und dann darf man ruhig so ein bisschen zwischen die Seiten so geraten beim Einfärben. Das gibt einen schönen Effekt. So, ich werde gleich mal gucken, wie ich meine Stencil-Farbe benutze. Die muss ich mir nämlich auch noch zurechtlegen. Stencil und Farbe. Ihr werdet gleich sehen. Das ist ein Etappenvideo. So. Erstmal weg damit. Also was ich gleich wieder ohne Kamera mache, ist, ich werde den Umschlag hier bekleben. Mit den Seiten. Ja, ne? Hier sind sogar schon Striche drin. Ja, also ich werde den Umschlag bekleben. Ihr seht, ich habe eben auch schon ohne Kamera hier den Rundbogen ausgeschnitten. Und hier oben den Kante so ein bisschen gebrochen, dass der Umschlag oben weich wird und ein bisschen weiter reinkommt. Ich habe den Rundbogen nämlich recht ausführlich gewählt, muss ich ein bisschen korrigieren. Passiert. So, das werde ich gleich machen. Ihr werdet mich gleich wieder sehen, wenn ich das fertig habe. Eine zweite Sache werde ich auch machen, die werde ich auch ohne Kamera machen, aber ihr seht den Unterschied. Ich habe hier Inhalt für den Loaded Envelope gemacht, und zwar, ich hoffe, man sieht das in der Kamera vernünftig, geprägtes Papier mit verschiedenen Prägefoldern halt. Im Steampunk-Style. So, das ist falsch rum, das Ding. So muss es sein. Und dieses geprägte Papier im Steampunk-Style werde ich hier und da, ich glaube das hier nicht, weil das ist so unterschiedlich, aber die anderen, alle außer die beiden, werde ich mit Gilding Wax ein bisschen bearbeiten, dass das richtig schön hervorkommt, die ganze Prägung. Und das muss dann auch eine Runde trocknen. Das heißt, das werde ich auch gleich machen ohne Kamera, und ihr seht nachher das fertige Ergebnis. Falls jemand mal wissen möchte, wie ich sowas mit Gilding Wax mache, möge er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Oder sie. Und dann mache ich das auch gerne mal vor laufender Kamera. Ist jetzt allerdings nicht so spektakulär, dass ihr das unbedingt jetzt hier live und in Farbe mitbekommen müsstet. Gut, dann sehen wir uns gleich wieder mit zwei weiteren erledigten Arbeitsschritten. Und bis gleich. So, ihr Lieben, back to business. Ich habe den Umschlag beklebt. Yay. Er ist fest insgesamt. Ein bisschen weich. Hier muss ich nochmal nacharbeiten, sehe ich gerade. Oder ich fetze es einfach ab, dann muss ich nicht nacharbeiten. Jetzt habe ich mir hier meine Stencil geholt, einen Stempel. Und ich habe hier ein bisschen mit Gilding Wax rumgearbeitet. Ihr seht es, hoffentlich fein. Mit Bronze und Graphit. Ein bisschen Snow White habe ich hier noch so an den Rand gepackt. Das ist aber, hat nicht den Effekt gehabt, den ich dachte. Deswegen dachte ich mir, Graphite ist das Richtige. Ja, erstmal ab dafür. So, wir haben einen Umschlag. Der ist ja so an sich schon ganz nett. Nett ist die kleine Schwester von, schon klar. Dieser Umschlag bekommt jetzt erstmal die obligatorische Distress-Verpassung hier. Ohne Distressen geht ja gar nicht. So, die Spitze habe ich mit Absicht spitz gelassen, damit sie hier in diesen Schlitz gleich reinkommen kann. Ich werde aber noch einen weiteren Verschluss dazu bauen. Dazu muss ich gleich nochmal in die Trickkiste greifen. So, ich habe extra diesen Umschlag recht weich, oder die Klappe des Umschlags recht weich geknetet, dass man sie in beide Richtungen drehen kann, um hier einfach auch noch dieses Distressing vorzunehmen.
Das sollen ja alle Kanten oder sichtbaren Kanten ein bisschen distressed sein. So, und ihr wisst ja, oder ihr ahnt ja wahrscheinlich schon, was ich mit den Stents dann hier gleich vorhab. Und ich habe mir Black Soot dazu geholt. Als Oxide, wobei ich werde da nicht großartig mit dem Oxide-Effekt arbeiten. Ich werde es einfach als schwarze Farbe benutzen. Jep, so. Freude, Freude. Ähnliches werde ich gleich nochmal mit den beiden Notenumschlägen machen. Jetzt aber erstmal zu Black Search. So, Kameraausschnitt läuft ein bisschen höher, könnte ich rutschen, ne? Ich glaube, ich werde diesen Stencil hierhin verfrachten, weil das wird zum größten Teil sichtbar sein. Jetzt müsst ihr wissen, ich werde hier unten nämlich noch ein Loch rein organisieren, damit ich ein Eyelid da reinsetzen kann. Kannst du mal da rausgehen? Da. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, dass ich das No so setze, dass das Loch direkt im No sein kann. Könnte hinkommen. Dazu mache ich jetzt mal Folgendes. Ich hole mal die Spitze runter. Also die Spitze, da soll nämlich der Verschluss dann auf jeden Fall drüber gehen. Also ich will das so machen, dass hier ein Eyelid drin ist, mit einem Knopf dahinter und zwei Strippen, die dann hier wieder über einen weiteren Knopf gehen, der dann im besten Fall in dem No wohnt, weil das No ja eh schon einen Kreis hat. So. Wisst ihr Bescheid. An idea is an absurd, and there is no hope for it. So. Sei es so. Also jetzt mal gucken. Mein Black Soot, das habe ich schon länger nicht mehr benutzt. Ich muss mal ein bisschen an der Seite. Jo, läuft. Schornsteinfeger schwarz hier. Dieser Stencil ist so leicht und fein. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich den her habe. Ich liebe den. Aber er ist echt zickig. Er ist wirklich zickig. Möchte nämlich immer irgendwie verschwinden. Ich weiß auch nicht warum. Böser Stencil. Und ich weiß auch nicht. Also mir ist es immer ein bisschen lieber, wenn ich Stencil habe, die fester sind von ihrer Art. Weil die dann nicht so rumschwabbeln und man zerreißt sich auch nicht so schnell. Das ist mein Horror. Und irgendwann wird das bestimmt passieren. Hoffentlich nicht jetzt, weil diesen Spruch hätte ich gerne genau hier, genau zu dieser Zeit, ohne Zickerei. Leute, fragt mich bitte nicht, wie man nach diesem super filigranen Stencil sauber macht. Da graust es mir schon vor. Na, das ist doch große Freude. Wenn ich jetzt hier Zahnrad hinsetze, richtig kräftig. Dann hier noch so ein angedeutetes. Dann hat das doch schon ein bisschen Steampunk-Style, oder?
Hört man das? Ja, gefällt mir. So, das ist doch schon mal. Na, die ist ein Absurd, der ist ein Hopf. Der Schiff. So, jetzt ist die Frage, was machen wir hiermit? Könnte man hier diesen Flügel mit drauf packen. Und diese Zahnräder ein bisschen mit in. Ja, warum bleibe ich nicht eigentlich bei dem hier? Hm? Warum bleibe ich hier nicht bei dem? Allem bisschen Da Vinci Style. Ja. So, ich liebe das mit diesen Würstchen zu arbeiten, sprach sie gerade und verzog sich hier alles. Gespannt auf das Ergebnis, muss ich wirklich sagen. Und das kleine Tüdelchen muss da irgendwie noch hin. In total schwarz, weil ich da so ein bisschen ran fabriziert habe. Da kannst du einmal deinem Namen eine Ehre machen. Oh ja. Oh yeah, Leute. Wie sieht das aus? So, und diese Seite wird ja komplett sichtbar sein. Diese Seite hier wird nur zum Teil sichtbar sein. Ja, ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass ich den anderen Stencil brauche. Den nehme ich für die Rückseite. Mache ich das mal so und stencil hier noch diese Uhr quasi rein. Heute ist ja so ein ganz komisches Wetter. Ist überhaupt nicht österlich. So, ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob diese Uhr jetzt richtig, falsch, irgendwas ist. Da geht es jetzt echt nur um die Silhouette. So, in der Mitte ist sowieso der Umschlag mit dem aus dem Notpapierumschlag, dementsprechend ist das jetzt auch voll wurschtpiep egal. Wurschtpiep egal, wie der Rest angeordnet ist, weil das meiste wird sowieso von dem kleinen Umschlag verdeckt. Ja, wie ich gerade bemerkt habe, ja auch noch gestresst werden möchte, ne? Wenn ich ja eh schon die ganze Stempelfarbe am Rumhexen bin und überall selber Farbe habe, dann wäre das doch mal recht und billig, auch den jetzt gleich hier mal zu schnappen und anständig zu distressen. So. Ein Traum. Ein Traum in Steampunk. So, jetzt haben wir das schon. Hier ist tatsächlich nicht viel dann davon sichtbar später. Das heißt jetzt nicht, dass ich das nicht ordentlich machen werde, sondern da reichen mir echt an den Rändern so ein bisschen angedeutete Zahnräder. Ihr habt ja vorhin schon gesehen, dass ich dort was knister, knister. Ist sogar jungfräulich, schaut mal an. Ich werde jetzt mit euch diesen Stencil hier verhunzen. Also ich will jetzt eigentlich nur rundherum ein bisschen andeuten, weil da ja die Taschen drüber kommen.
Der ist ein bisschen fester, aber nicht viel. So, das Potenzial zum Blödsinn machen ist auch bei dem hier gegeben. So. Hier unten auch noch ein bisschen. Da wird relativ viel drüber sein, ne? Schon klar, aber da geht es hier teilweise auch einfach um den Rand. Dass der nicht so armselig da aussieht. Ja. Weil, okay, jetzt habe ich ein bisschen angestempelt. Ihr wisst ja, ich möchte dort zwei Taschen drauf beamen. Das heißt, man sieht tatsächlich nicht viel. Tabs kommen noch drauf und dann kommt dieser Notenumschlag drauf. Puh, das wird ganz schön. So. So herum. Das wird. Das wird bunt. Also Steampunk bunt. Okay, also dich brauche ich gerade aktuell nicht mehr. So, wenn wir schon auf den Steampunk bunt reden. Jetzt lege ich erstmal den Stencil hier beiseite und färbe mir nicht meine Ärmel ein. Trinke auf jeden Fall einen Schluck Kaffee. Vielleicht könnte ich das Papier hier so ein bisschen runterdimmen. Am Rand auf jeden Fall. Ein Mühe. Was will ich denn jetzt noch tun? Also ich möchte jetzt auf jeden Fall die Umschläge. Nimmt das jetzt jemand noch auf? Jo, tut es. Die Umschläge zusammenkleben. Also erst das Jazz und dann zusammenkleben. Teil 1. Wahrscheinlich schmuddel ich die dann noch so ein bisschen mit Gilding Wax oder ähnlichem an. Dann haben wir hier das Thema mit den Registern. Tab. Schmeißen wir ein Tab in den Tab-Stanzer. Dann schmeißen wir ein Papier in den Tab-Stanzer. Ein Restpapier benutzt. Ich hebe nämlich von dem Craft Paper immer alles ein bisschen auf, dass ich so, dass ich das Craft Paper und den Rest noch für Tabs zum Beispiel benutzen kann. Je kleiner das Papier, desto lustiger der Versuch, einen vollwertigen Tab auszustanzen. So, ich brauche jetzt zwar hier nur zwei. Weil wir drei haben, den Rest Papier wegpacken können. So, das werde ich dann immer hier so hinterkleben. Eins. Zwei, wobei ich könnte, theoretisch könnte ich hinter dem den hier auch einen Tab machen, dann komme ich sogar drei. So, ich habe mich gerade umentschieden. Ich werde meinen Dobber. Wo ist mein kleiner Dobber? Nee, mit dem Schwarz bitte. Ich hätte gerne einen schwarzen Dobber. Der garantiert ganz unten ist, weil immer die Sachen, die man sucht, ganz unten kommt. So, er kommt in den Genuss eines Self-Made-Dobbers. Mit Flusen. Muss ich mir nur noch überlegen, was ich da alles Schönes reinpacken kann. Und
weil ich nicht ganz so viel Steampunk-Sachen habe. So. Ich mache meine Umschläge jetzt einfach ein bisschen schmutzig mit dem Black Soot und dann gehe ich einmal mit Vintage Photo rüber. Ich mache es nur da schmutzig, damit man es auch sieht. Alles andere wäre irgendwie Banane. Oh, ich sehe gerade, mein Umschlag hat eine Zickigkeit. So, zack, weg die Zickigkeit. Auf der anderen Seite nicht. Geschmuddelt. Anschmuddeln, anschmuddeln, anschmuddeln. Ist ja auch angeschmuddelt. Jetzt muss man mal gucken, was ist oben. Das ist oben. Ja, natürlich total sinnvoll, wenn man den Flap hier auch innen anschmuddelt. So. Ich sehe aus wie ein Schwein. Mein Dobber auch. Bonnie hat die Flucht ergriffen. Was vielleicht ganz gut so ist. Weil so eine Katze auf dem Schreibtisch. Also ich habe jetzt nicht den größten Schreibtisch der Welt. Und so eine kleine sibirische Bohne ist doch dann manchmal ein bisschen. Im Weg. So, und da ich keine Black Soot Katze haben wollte. Also ich weiß nicht, ich habe schon mal, ich habe manchmal schon überlegt, wenn sie hier ist, ob ich ihr nicht mal so einen türkisen Iro oder irgendwas mache. Bis jetzt ist sie verschrubbt geblieben. So. So schön industrial schmuddelig. Industrial schmuddelig die zweite. So, zack. Jetzt muss ich mir hier überlegen. Also ich habe drei Tabs. Ich habe drei Gelegenheiten, diese Tabs unterzubringen. Ich habe diese Sachen. Ich möchte auf jeden Fall die Ecken abrunden. Och. Man trifft aber nur die unteren, nicht die oberen. So, mache ich euch jetzt mit einer schwarzen Umrandung oder mit einer Vintage-Photo? Jetzt muss ich schwarz nehmen. Gucken, wie schwarz ich das hinkriege. So richtig schön rußig. So ein bisschen runter tunen. Ja.
Lalalala, jetzt kriegt ihr ja die Sachen alle in voller Schönheit mit. Also der obere Teil ist sichtbar, der ist so ein bisschen runtergerockt, sagen wir mal. So. Wenn ich das jetzt hier so ein bisschen auf Seite mache, so, dann könnte ich hier ein Tab hinmachen, da ein Tab hinmachen, da ein Tab hinmachen. Also wie so eine Kaskade. Kommt meine schöne Dose hier zum Einsatz. Ich werde auch mal das Ding hier wegräumen, dass man hier schon. So. Noch einen Schluck Kaffee. Eine Mütze und jetzt, ich habe hier so Mini-Texte drin. Die habe ich immer von so Buchseiten abgerissen. Und hier brauche ich jetzt natürlich ein 1, 2, 3, ja, vielleicht kleine Zahlen oder Wilhelm Meisters Wanderjahre hätte ich zum Beispiel zu bieten. Das ist doch schon mal ganz süß. Davon habe ich einige von Wilhelm Meisters Wanderjahre. Aus meinem Leben hätte ich noch zu bieten. Der Gammler und die Seinigen. Das ist zu lang. Ideen über Farbe. Anmerkungen. Anmerkungen sind auch schön, die mag ich. Weil, das ist sehr klein. Und Preisaufgaben? Okay. Warum nicht? Wir hätten Anmerkungen, Ideen über Farbe und Preisaufgaben. Ja, ich meine noch irgendwas anderes Tolles liegen. Ideen über Farbe, mal ein X. Nö, Ideen über Farbe ist doch was die Band. Sehr schön. Yep. So, jetzt wird es natürlich witzig. Tap. Also man muss ja gucken, dass die untere Kante, die verschwindet ja im Bauch des Betäppten. Und dementsprechend darf man den unteren Teil auf jeden Fall nicht bekleben. Gebe ich mir die Preisaufgaben ohne das. Oben ein bisschen kürzer. Zack. So. Ist immer schön, wenn die Seiten so Mini-Überschriften haben. Die lege ich mir halt immer in meine kleine Extra-Schachtel. Ich habe auch eine Extra-Schachtel für Nummern. Welche Junk Journal hat das nicht? Sammelt ihr euch auch so ein Kram zusammen? Ich soll noch ein zweites Kapitel zu bieten. Das darf sogar wieder zurückgehen. So, einmal zur Seite. Über die Farbe. So, dadurch, dass wir jetzt hier mit allem schon so ein bisschen schmuddelig unterwegs sind, werde ich mir die hier auch schmuddelig machen.
Jetzt habe ich wieder ganz viel vorbereitet. Ich glaube, die nächsten Arbeitsschritte, die werde ich jetzt wieder ohne euch tun, sonst wird das ein monsterlanges Video. Das heißt, ihr wisst, wie ich den ganzen Zirkus hier zusammenkleben will. Das habe ich euch ja schon erzählt. Und dieses Zusammenkleben würde ich jetzt hier tatsächlich ohne euch machen. Hier mal ein paar Sachen wegräumen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich hier immer den Verschluss mache und das Ganze befülle. Also, vielen Dank bis hierher. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe vorhin in diesem Video gesagt, bis gleich. Das gleich ist jetzt leider mehrere Tage her, weil das Leben einfach ein bisschen dazwischen kam. Ich schaue mal eben Bildausschnitt, passt soweit. Wenn ihr es hier so leise schnurren hört, Bonnie liegt hinter mir auf dem Schreibtischstuhl. Lässt sich davon noch nicht abbringen, mir hier beim Basteln zu helfen. Ne, Böllchen? Ja. So schnurren und rumpeln. So, ich habe... So, Bonnie, das ist jetzt äußerst ungünstig und Klebstoff ist auch bestimmt nichts für Katzennasen. Könntest du dich bitte wieder hinter mich legen? Oder geh auf die Fensterbank, das ist auch okay. Ja, so, kleines Katzenintermezzo. Ich habe fertig gemacht. Ich habe fertig gemacht. Bonnie, auf dem Bastelschrank ist jetzt auch nicht die geilste Idee des Tages. Naja, wenn ihr es scheppern hört, war das diese weiße Katze. Ich habe einen Umschlag hier mit dem Register, ne? Ideen über die Farbe als zweites Register und Anmerkungen als drittes Register. Hier kann ich schon mal ein bisschen was füllen. Ja, und dann habe ich hier halt noch diesen Mini-Umschlag. Und mir ist gerade noch eine weitere schöne Idee gekommen. Ich wollte eigentlich ursprünglich hier noch einen Eyelet-Tin packen und dann einen Verschluss. Aber das ist jetzt relativ steif. Ich habe hier gerade noch ein bisschen die Spitze mit Klebstoff verstärkt. Also es ist so, sag mal, weich genug, dass man die Spitze hier vernünftig reinpacken kann. Aber es ist so steif, dass ich glaube, dass einfach ein Klebepunkt reichen wird. Also nein, hier, Klettpunkt. Deswegen möchte ich jetzt mit euch hier die letzten Arbeitsschritte machen und danach kann ich diese wunderschöne, zauberhafte, liebreizende Happy Mail bestücken und ja, was soll ich sagen, ich kriege jetzt nicht mal den Klebepunkt hier ab. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie bastelausgehungert ich bin. Ich habe jetzt so viele Tage ohne Basteln hinter mir. Mit ganz viel Arbeit und ohne Basteln, dass ich einfach irgendwie möchte ich jetzt mal so ein bisschen was hier schaffen. So, also mein Plan ist Klebepunkt, Klett. Hier dran, kletten, kleben, drücken, 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 drücken. Ja, schade, der Teil funktioniert irgendwie nicht. Der Teil funktioniert irgendwie auch nicht. Also die Klebepunkte an sich sind stark. Machen wir doch mal ein bisschen Junk Journal Kleber drauf. Ja, vielleicht der Untergrund. Also klar, man muss natürlich dazu sagen, ne? Und da gebe ich meinem Untergrund ja vollkommen recht. Man muss dazu sagen, es ist wirklich altes Papier. Wirklich, wirklich altes. Bonnie, hörst du mal auf, meinen Schrank einzufressen? Diese Dame hat übrigens aus unserer Treppe die, sag ich mal, Stopfen, also es gibt da solche Holzknödel, die man in die Schraublöcher packt, um die Schrauben zu verdecken. Dieses kleine Katzentier hat tatsächlich diese Schrauben, also diese Schraubverdeck Teile, Blindstopfen heißen die, glaube ich, ne? Keine Ahnung, irgendwie so. Hat sie einfach mit ihren Krallen mal so schön rausgefischt und dann unter der Treppe versteckt. Soll mir mal einer sagen, Katzen haben keinen Humor. So, das lasse ich jetzt aber trocknen, bevor ich das wieder anpacke. Was ich mir noch ausgedacht habe, ist ein bisschen schwarze Spitze. Ich finde einfach, das passt und gehört zu Steampunk wunderbar dazu. Und die würde ich jetzt tatsächlich hier aufbringen. Maschinen, den genau am Rand lang, dass hier mein Umschlag noch aufgeht. Ne? Wie fest habe ich den geklebt? Den habe ich ziemlich fest geklebt.
Also wirklich Rand. Rand, Rand. Und dann werde ich den hier um die Spitze so ein bisschen kräuseln und raffen. Das darf dann auch wieder ein bisschen mehr trocknen, bevor ich dann hier den Umschlag auch wirklich dekorieren kann. Ja, wie ihr seht, also das ist hier ein, sagen wir mal, in Anführungszeichen Live-Basteln. Also nein, ihr seid jetzt nicht live dabei, aber ich werde es nicht rausschneiden. Ich schneide meine Missgeschicke nicht raus. Seit dann, ich habe mein komplettes Video versaut. Oder neulich habe ich ein Video gedreht, das war auch überhaupt nicht schlau. Da habe ich einen Pulli von meiner Firma angehabt mit dem Firmenlogo auf dem Ärmel. Das muss jetzt auch nicht unbedingt sein, also meine Firma meines Angestelltenjobs. Gibt einfach Sachen, die kann man sich doch einfach mal gepflegt sparen. Weil meine Firma, wo ich angestellt bin, hat jetzt mit meinem Bastelkram mal so gar nichts zu tun. Das ist ja reiner Hobbyjob, sag ich mal. Weil Job schon ein Stück weit, weil ich fühle mich ein bisschen verpflichtet, hier meine Sachen zu machen und euch zu zeigen. Natürlich auch mit Spaß und der Freude. Nur wenn ich so freundliche, liebe, tolle Kommentare bekomme, wo ich gebeten werde, dieses oder jenes mal zu zeigen, fühle ich mich schon ein Stück weit verpflichtet. Aber schreibt mir das trotzdem gerne weiter. Ich bin an der Stelle auch wirklich gerne in einer gefühlten Verpflichtung. Das macht mir wirklich Spaß. So, jetzt muss ich hier mal gucken, dass ich hier, im wahrsten Sinne des Wortes, die Kurve kriege. Und hier das Teil so ein bisschen raffe. Das Ding ist, ich will jetzt natürlich nicht, dass hier ich, also dass sich das irgendwie so wegknödelt. Das heißt, ich muss hier ein bisschen mehr Material auf die Spitze bringen, dass ich hier die Kurve bekomme. Deswegen ist mit dem, ich hoffe, ich kriege die Kurve, war total ernst gemeint. Ich weiß nicht, wie viel ihr schon Stoffspitze und Sachen, die sich so wegdrehen, gearbeitet habt. Ich noch nicht so viel, als dass ich das perfekt drauf hätte. Mein Gott. Spaß in Tüten. Ich habe übrigens schon wieder die nächste Idee für die nächste Happy Mail, zu der ich mich angemeldet habe. Und wenn es gut läuft, kriege ich die gleich auch gebastelt, während das hier trocknet, also immerhin angefangen. Und kann euch dazu auch ein kleines Mini-Video drehen. Wartet nur bitte nicht, dass ich jetzt bei jeder Happy Mail irgendwie ein Video drehe. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Aber die aktuelle und auch die, die jetzt kommt, da bin ich recht guter Dinge. So. Das ist nur das Problem, dass meine Finger schon kleben und dass ich diese Spitze hier nicht mehr ganz drauf geäumelt bekomme. Ohne dass ich meine Finger. Bleib doch bitte, wo du bist. Okay, ich hole mir Hilfe. Wozu ein echtes Falzbein noch alles gut sein kann. Das Schatzi klebt hier noch nicht so. Nehmen meine Finger. So. Boah, ganz ehrlich. Mir gefällt das durchaus sehr gut. Ja, also auch wie immer, ich bin mega gespannt auf eure Kommentare. Ihr sagt, Mann, ey, den Scheiß hätte ich ganz anders gemacht. Da hitzte aber. Und ich freue mich tatsächlich, also es ist kein Spaß, Jungs und Mädels. Ich freue mich tatsächlich, wenn mir jemand sagt, boah, das war jetzt nicht so. Da hätte ich was anderes gemacht, was anderes erwartet oder hätte was anderes besser zugepasst. Ich wette, mir läuft wieder mal eine Gelegenheit über den Weg, Sachen mal anders zu machen, auszuprobieren. Verdammt, jetzt habe ich den Klett doch hier dran gesetzt. Das ist noch nicht ganz trocken. Falzbein, hilf mir. Das muss jetzt erstmal wirklich trocknen, bevor ich hier irgendwie nochmal diesen Zugversuch mache, weil das wäre ja total kacke, wenn ich hier eine schöne Happy Mail losschicke. Was kommt an? Eine zugeklebte Fuhre Mist, die dann aufreißt. Das wäre doch nicht schön. So, Leute. Ich werde euch diese Happy Mail noch einmal in gespickter Form zeigen, aber erst, wenn das Herzchen trocken ist. Das heißt, jetzt kommt gleich noch ein weiterer Teil dieses Videos. Ole, ole. Bis gleich. So, meine Lieben, ich bin soweit. Mein Steampunk
Loaded Envelope ist gestufft. Ja. Ihr werdet es nicht glauben, ich habe noch ein paar kleine Problemchen gehabt. Und zwar, fangen wir mal an, die Seite, die problemlos war. Ich habe hier noch so ein paar kleine Zahnrädchen drauf gemacht. Das muss ja so sein bei einer Steampunk-Sause. Hier habe ich kleine Die-Cuts reingepackt. An der Stelle in dieses Register ein paar kleine Bilder eingefügt. Auch hier in das zweite Register habe ich ein paar Schwarz-Weiß-Bilder eingefügt, hier von so technischen Instrumenten. Ich habe noch zwei schöne Klammern rangesetzt mit kleinen süßen Spitzenteilchen. Hier noch ein bisschen was von dem Coverteil oder Umschlagteil. Kommen wir mal zu der problematischen Seite. Es ist alles super cool geworden. Ich freue mich total, dass das so geklappt hat. Aber erst auf den zweiten Blick. So, klar. Ein paar Zahnräder noch drauf. Ja, ihr erinnert euch, ich wollte einfach hier zwei wunderschöne kleine Klettpunkte benutzen. Die auch sehr schön kletten. Aber das Papier hat sich wirklich auch beim zweiten und dritten Versuch in ein instabiles Monster verwandelt und nicht zugelassen, was ich hier basteln wollte. Dementsprechend, kurzerhand, habe ich hier eine kleine Klammer. Hier ist so ein, weiß ich nicht, Versandklammer-Umschlagsdingenskirchen gebaut. Naja, hier rum. Musste da natürlich ein kleines Löchlein reinstanzen. Was kostet die Welt, ne? Also ich habe es hier hinter dem Schlitz befestigt und noch ein bisschen spitzer eingefügt. Das ist das Schöne am Junk Journal und Co. Man kann es einfach immer wieder retten. Ne? Also die Klammer steht jetzt hier einfach fröhlich vor sich hin. Und man kann den Umschlag hier wieder verschließen. So, was habe ich hier noch reingepackt? Hier habe ich noch ein paar geprägte Sachen reingepackt. Geprägt und mit Gilding Wax bearbeitet. Ja, das ist jetzt das Ende. Nein. Dieser kleine süße Umschlag mit noch ein paar kleinen süßen Sachen dazu. Dann wird jetzt eine Reise antreten und zu der lieben Empfängerin verschifft werden. Mir hat das Basteln hier total Spaß gemacht. Ich habe auch wieder viel dazu gelernt über Klettpunkte. Und ich hoffe, dass im letzten kleinen Abschnitt der Ton nicht ganz so grauselig war. Ich hatte nämlich vergessen, mein externes Mikrofon dran zu stecken. Shit happens, wie der Römer so sagt. Ja, ich hoffe, diese kleine Loaded Envelope Steampunk-Sause hat euch gefallen. Es ist ein bisschen zusammengebastelt, das Video, weil es viele kleine Teile hat an unterschiedlichen Tagen. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin mal ganz gespannt, wie die Reaktion auf diesen Loaded Envelope sein wird. Der geht auf die Reise. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag, was auch immer jetzt vor euch liegt. Bastelt euch was Feines und bis demnächst in diesem Kino.